Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Civilization 4 Specialist Economy mit Puck. Ja, ihr wundert euch vielleicht, warum wir auf der schwarzen Seite der Welt gelandet sind. Nein. Wir sind nicht auf der Suche nach der dunklen Macht. Ich wollte euch nur einmal die andere Seite zeigen. Die westliche Hemisphäre, die wir noch nicht einsehen können. Gut. Wie gehabt, wir bauen in Delhi Wunder, werden demnächst aber auch dort wieder unsere Wissenschaftler einstellen. Das heißt, dann wird es auch wieder mit der Forschung anziehen. Die Grenze ist halbwegs befestigt, jetzt nichts wirklich Wunder wie. Vor allen Dingen nicht gegen Ritter, wie ich gerade sehe. Das ist natürlich sehr unattraktiv, aber es würde zumindest halbwegs langen. Gut. Übrigens fällt mir ja gerade spontan etwas ein, nämlich ganz simpel. Erstmal Hindu-Missionare bauen. Ich habe ja jetzt mehrere neue Städte. Verdammt verklickt. Man darf nicht vergessen, auf die Shift-Taste zu drücken, dann kann man nämlich auch Building Queues erstellen. So, genau. Erstmal 3 Missionare für die neuen Städte. Alle Zivilisationen, die was aushalten, nehmen Erbrecht an. Du nicht auch noch? Na gut, weil er es ist. Und ganz einfach, weil ich mir den Krieg nicht leisten kann und auch nicht leisten will. Fiese Sache das. Nun gut. Dann geht's weiter in dem munteren Building-Spiel. Und das kann man es ja gerade nicht ausdrücken. Mir ist es ja auch nicht. Haben wir damit auch die Färbemiete? Ich könnte es natürlich auch belegen, aber das möchte ich nicht. Ich möchte ja, dass die sich entwickeln, die Hütten. Ansonsten bringen sie mir ja sowieso auf Zeit gesehen nichts. Und das ist nicht schön. Kurz gucken für Via Yanagra. Na gut. 450 muss ich gucken, dann kann ich wieder wechseln, denke ich mal. Und das werde ich dann auch wieder tun. In Delhi wurde Angkor Wat fertig. Sage ich natürlich auch nicht zu nein. Ich muss mal gucken, falls ich genug Visi-Slots habe, kann ich schon umstellen. Oder ich baue erstmal die Schmiede schon mal für die zukünftigen Bauprojekte. Genau. Jetzt werden nämlich Priester aufgewertet und sind besser wie Ingenieure. Eigentlich sind sie jetzt sogar richtig erstrebenswert. Gut, schnelle Bautrupps habe ich jetzt erstmal genug, dann kann ich jetzt auch hier andere Sachen bauen. Sowas wie eine Kornkammer. Die Hämmer gehen für Bombay, das ist sehr schön. Laura, klick, klick. So, möchte ich auch eine Möglichkeit geben, hier an der Küste entlang zu gehen, wenn es denn nötig ist. Gut. Wenn die Schmiede in Delhi erstmal fertig ist, werde ich natürlich umstellen auf Wissenschaft, dass es schneller geht mit dem Bildungswesen. Wobei, das bringt natürlich auch erst was, wenn ich dann wieder klick, die Repräsentation annehmen kann, so wie hoffentlich jetzt. Ja, kann ich, sehr schön. Und man sieht auch gleich den krassen Unterschied, es geht sofort hoch und es läuft. Mächtig sind wir nicht. Wen wundert? Wie auch?
Naja. So, umstellen erstmal statt Kornkammer auf Tempel. Die sind jetzt wichtiger. Da ist noch nichts verbreitet. Aber man sieht schon, die Städte wachsen und wachsen und das ist auch gut so. Auch wenn es jetzt so eine Straße eher unwichtig, aber eine baue ich dann trotzdem. Die anderen beiden können dann die Wasserstraße machen. Okay, Handelswege dürften jetzt komplett weg sein. Ja, nur noch Inlandshandelswege, weil die anderen merkantil geworden sind, die kleinen Schweinchen. Gucken wir noch, wo noch eine Stadt ist, die nicht ist. Da oben habe ich noch eine, die habe ich noch. Die hier ist schöner, also ab mit dir dahin. Klick, schieben wir noch vor einen weiteren. Gut, damit haben wir dann auch die Wasserstraße so gut wie fertig. Je mehr Bevölkerung ich sammle, umso besser ist das Ganze natürlich dann auch später für die... apostolischen Wahlen. Da ich früher oder später nationale Selbstständigkeit annehmen werde, mache ich das noch. Alles Bonusgüter, Öl und Höhlen. Naja, ist auch schön. Das ist sogar ein sehr nützliches Event. Gucken wir uns das Ganze mal an. Öl, 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 Öl. Ich habe doch auf... Na, ich wollte gerade sagen, zeig mir mein Öl an. Gut, ich habe auch Öl und zwar bei Bangalore. Also Landbound Öl, was ich nicht über Plastik anschließen muss. Die Kaserne ist nur, falls ich mal wirklich schnell Einheiten aufstellen muss, da ist Delhi mit Bürokratie dann ja quasi zu prädestiniert. Gut, haben wir das gemacht, haben wir das hinter uns, sehr schön. Gerichtsgebäude ist dort erstmal relativ unsinnig. Definitiv nicht zu priorisieren. So. Forschung aufgedreht. 171 Forschung machen wir jetzt. Geht auch schon deutlich schneller und die Forschung hat sich auch stark beschleunigt. Was bauen wir denn dann als nächstes hier? Gehen wir einfach mal... ich bin gerade ernsthaft am Überlegen. Was bringt Wohlstandsbau? Ja, einiges wegen denen. Ich bekomme noch einen Ingenieur. Himmel, Himmel, Wolkenbruch und was nicht alles. Ich weiß es nicht. Ich freue mich eigentlich darüber, aber das ist krass. So viele hatte ich seltenst. Naja, gut. Ich werde den Teufel tun und mich deswegen jetzt beschweren. So viel Wohlstand kommt eigentlich nur, weil ich dort auch die ganzen Priester angesiedelt habe für die Hämmer, die dann noch bonifiziert werden etc., die dann umgewandelt werden in Kommerz. So, vielleicht habe ich jetzt ja sogar genug Stimmen, ich glaube es zwar nicht, aber ich habe mich zumindest mit Kuschelfaktor sehr beliebt gemacht, denke ich mal. Ich habe wirklich zu allem Ja und Amen gesagt, was irgendwer von mir wollte. Wobei sich das stark zurückhält, komischerweise. Ich beschwere mich da jetzt nicht. Einmal kurz Stadtrundgang machen, dass wir auch überall Vistis eingestellt haben, wo geht. So, nehme ich noch ein bisschen Kommerz daraus. Klick, klick. Klick. So. Größe 8 soll auch fürs Erste ausreichen.
Bangalore ist eigentlich prädestiniert für eine nette Stadt, eigentlich klein, aber belegt alle Felder, kuschelig, sehr schön. Gut. Gucken wir mal kurz auf die Demografie, ob das was überhaupt geändert hat. Ja, wir führen wieder, nicht mehr ganz so deutlich, aber wir führen. Auf Immortal kann man es ja auch nicht unbedingt immer erwarten, dass man im BSP führender ist. Gut, was Nahrung angeht, bin ich Erster. Also ich habe, zumindest auf unserem Content, ich habe die meisten Stimmen, aber es reicht nicht, weil die anderen beiden Rallye-Buddies sich gegenseitig wählen. So ein schnöder Mammon, der da bestimmt regiert. Da gehe ich fest von aus. Gut. Via Yanagra scheint sich kulturell halbwegs halten zu können. Verliert direkt erstmal so keine Felder. Finde ich gut. Ist auch wichtig, dass da jetzt nicht die Gefahr herrscht, dass ich da Felder verliere und direkt an den Rand gedrängt werde. Damit wurde das Feld gleich nochmal aufgewertet. Das Maisfeld sehr schön durch diese kleine Wasserstraße. Die Städte haben auch schon wieder eine nette Größe, dass ich gleich, wenn ich denn möchte, auch wieder eine kleine Peitschrunde einlegen kann, muss man dann gucken. Ja, eine Stadt kann ich jetzt noch wieder neu gründen. Da muss ich jetzt ja nicht so dermaßen geizig bei sein. Aber allein schon die Geschwindigkeit, man darf nicht vergessen, ich bin auf Marathon, mit der die großen Persönlichkeiten hier aus Delhi rausspringen, ist echt beängstigend, kann man hier anders ausdrücken. Schicke ich die beiden mal Richtung Norden. Obwohl, ich überlege mir gerade. Stopp, hör auf zu holzen. Ja. Ist mir gerade spontan noch eingefallen, fast vergessen mal wieder, dass ich hier eine Nationalparkstadt saven sollte. Wenn man eine Specialist Economy fährt, kann man das durchaus auch nutzen. Mal kurz gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Wälder sind es immerhin und da beschwere ich mich nicht. Vielleicht wächst hier oben ja noch eins, wenn ich dann dort später den Nationalpark errichten kann. So, noch schnell die letzten Befehle geben für diese Runde. Und wir dürften auch schon wieder knapp bei 15 Minuten gewesen sein. Und damit beende ich dieses Turnset. Es ist einfach nur langweiliges Bildern gewesen. Wahrscheinlich werde ich jetzt erstmal das Lib Race angehen, also Liberalismus anvisieren. Und direkt danach werde ich dann wieder eine kleine Peitschphase einlegen. Danach geht es dann wahrscheinlich den Feudalismus bis Bankweg hoch, also in Richtung 3. Wieder mit Kastenwesen, danach gibt es dann wieder eine Peitschphase, in der ich die Banken und Krämer und sowas peitsche. Und dann geht es wieder ans Wachsen und dann heißt es auch schon wieder rekrutieren, wenn die Schützen denn da sind. Das wäre es denn für heute und bis demnächst.